Jo, kleiner Disclaimer. Ich sitze gerade beim Edit und merke, dass beim Game Sound etwas schiefgelaufen ist. Also nicht wundern, die erste Minute bzw. die ersten paar Sekunden kein Game Sound, der kommt dann aber plötzlich wieder rein. Also nicht wundern, nicht erschrecken, das kommt noch. Also viel Spaß mit dem Video. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, lang war es her. Sehr lang sogar. Aber wie ihr vielleicht hört, Mikro klingt anders. Ich habe tatsächlich, und es müsste eigentlich auch flüssiger aussehen, ich habe die Hardware gewechselt. Und zwar nehme ich jetzt mit einem anderen Mikro auf. Also nicht mehr mit dem Headset, sondern mit einem kleinen Membranmikrofon. Und ja. Gleichzeitig auch mit meinem MacBook Pro. Das heißt, ja, mehr PC-Leistung. Ist auf jeden Fall da. Oh, fuck. Das fängt ja gut an. Oh, und A und B ist vertauscht. Nein! Okay. Ja, ich spiele mit einem Stadia-Controller. Da ist der A und B-Knopf nicht an gleicher Stelle. Na, ja, erstmal einen Pilz reinhauen. Jo, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich wollte einfach nur schnell wieder anfangen. Ich habe vor einer Woche. Oh, ja, okay. Vor einer Woche auch schon einen Part aufgenommen. Aber, ja, ist schief gelaufen. Ich hoffe, hier läuft das jetzt besser. Weil ich jetzt getrennte Audiospuren aufnehme. Was eigentlich ganz schlau ist. Habe ich aber nicht gemacht. Das letzte Mal. Deswegen haben wir nichts verstanden, aber ich hatte den Safe State zum Glück noch. Ja. Und man muss dazu sagen, ich weiß jetzt auch eher, wo wir waren, als beim letzten Mal. Weil das letzte Mal hatte ich das Problem, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich war. Oh, fuck. Genau, ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich war. Und jetzt weiß ich so ungefähr, wo ich hin muss. Okay, und ich brauche auf jeden Fall, genau, bisschen Verstärkung hier. So, ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin muss. Also ganz genau. Aber ich weiß, wie das Gebiet aussieht. Ah, jetzt. Okay. Ja. Also, dass A und B vertauscht sind, das muss ich noch lernen. Aber sonst läuft es eigentlich. Ja, also, es kam auch lange nichts an Videos oder sonst irgendwas in der Art, auch Streams und so. Eben weil in meinem Leben gerade sehr viel abgeht, mal wieder. Wieso geht das nicht? Ach, deswegen. Okay, Moment mal. Das müssen wir andersrum machen. Okay. Jetzt haben wir es. Also, um dieses Puzzle zu lösen, habe ich das letzte Mal wirklich eine Viertelstunde gebraucht. Aber jetzt geht's schneller. Ja, also wie gesagt, ich habe hier auch ein neues Mikrofon. Klar, ich wollte das ein bisschen retro machen, das ganze Projekt, aber ja, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht machen wir eine kleine Evolution praktisch. Also, dass es Stück für Stück immer besser wird von der Qualität her. Ja, das Mikrofon hier habe ich mir letztens einfach mal für einen kleinen Preis geholt. Einfach nur, damit ich unterwegs mit Leichtigkeit aufnehmen kann. Oh Gott, ich habe mich wohl vergessen. Oh Gott. Mario, komm mit. Emma.
Okay, das ist glaube ich nicht schlimm, weil ich kann immer noch den Knopf drücken. Oder? Ja. Okay. Wo war ich? Headset. Keine Ahnung, habe ich mir geholt. Headset sag ich schon. Mikro. Damit ich unterwegs mehr machen kann, halt einfach. Ich denke mal, das zahlt sich unterm Strich auch aus. Na, das klingt jetzt natürlich nicht so gut wie ein Großmembranmikrofon. Also wie mein Rode NT-USB, was ich so zu Hause benutze. Aber ja, so ein bisschen besser als eingebaute Mikros ist auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall rauschfrei. Klingt natürlich ein bisschen dumpfer, aber für die Zwecke, für die wir es benutzen wollen, ist es in Ordnung. Und für dieses Projekt auch gar nicht schlecht, weil es ist immer noch nicht top. Aber auf jeden Fall ist es zum Projekt passend. Also immer noch so ein bisschen dümpf, ein bisschen retro vielleicht sogar. Aber rauschfrei. Ein bisschen klarer ist es auch als ein Headset-Mikrofon. Ist halt ein bisschen größer jetzt. Aber das Ding hat 20 Euro gekostet. In einem All-in-One-Paket. Da kann man jetzt auch nicht alles erwarten. Boah, krass. Ein Bonus. Wow. So. Okay. So. Jetzt ran her. Komm. Das hat ja gar nichts gemacht. Aber ich habe gesagt, ich bringe das Projekt zu Ende und es wird auch zu Ende gehen. Also keine Sorge. Das wird alles noch durchgezogen. Ah, ein paar Punkte für mich und 2 Stück. Okay. So, ich glaube, wir haben alle Bohnen vollständig. Ich glaube, da waren wir im letzten Part angekommen. Deswegen speichere ich nochmal. So, wollen ja auch nicht zu hart vorgreifen. Und Stempel drauf. So, hoch damit und ich habe alle Bohnen. Erstaunlich, ich habe alle 3 Bären gefunden. So, wir skippen das jetzt mal. Weil ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Vor 10 Jahren oder so. So, hier gibt es noch ein paar Items, ein paar Münzen. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Wird alles einkassiert. One-Up-Pills zum Beispiel. Ganz, ganz große Klasse. Und bevor wir jetzt da wagemutig reinlaufen, würde ich jetzt erstmal sagen, hauen wir uns mal einen Pilz rein. So. Ja. Ich sage einfach nein zum Speichern. Jedes Mal. So, ich muss leider wieder hier speichern. Weil ich glaube, danach kommt ein Bosskampf. Ich glaube, da war irgendwas. Deswegen sicherheitsweise mal speichern. Und hoch da. Ah, stimmt, das war der Kampf gegen KW Extrem. Das hatten wir auch schon. Also das war auch schon im Projekt drin. Naja, die wirken bald. Ja, schütteln wir die Reime. Blablabla. Ja, komm. Nicht so viel reden. Ich muss hier spielen, ja. Ach, hier wurde eingefangen. Sehr witzig. So. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich weiß nicht, welcher Part das war. Aber das hatten wir auch schon. Aber let's go. Endlich mal wieder Bosskampf. Ein bisschen Action hier in der Haus. So, zack, zack und zack. Das war auf jeden Fall perfekt. Das versuchen wir jetzt mal ein bisschen besser zu machen. Nein, war immer noch nicht gut.
Ich mache jetzt einfach mal das hier. Okay, irgendwie läuft das nicht. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Die mehr Kosten müssten ja leichter sein. Fange ich mit A oder mit B an? Woher soll ich das wissen? Also, check das nicht. Okay, jetzt. Hä? Das hat trotzdem nur einen Schaden gemacht. Ich verstehe es nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Okay, egal. Ich bekämpfe den normal. Ach, der macht immer einen Schaden. Wait. Kann aber auch nichts anderes angreifen, ne? Ich glaube, wenn das Schild weg ist, kann man dann mit einem Hammer hauen. Oh. Oder auch nicht. Aua. Ah, jetzt bist du Mario erstmal wiederbeleben. Na super. Aber jetzt können wir es mal probieren, ob wir ihm eine klatschen können. Ein Hammer. Nee, geht immer noch nicht. Also irgendwie habe ich das Timing auch nicht drin mit dem Springen. Ja, ich heile mich erstmal. Ich kann nicht die ganze Zeit Wonder-Pilze raushauen. Okay, den Kampf habe ich halt so vollkommen vergessen. Aber Hammer geht nicht. Und Sprung macht nur einen Schaden. Ich verstehe es nicht. Ich versuche es jetzt einfach weiter mit dem Hammer vielleicht. Ah, Schild kaputt. Okay. Doch nicht so falsch. Okay, Hammer hauen. Oh, ungut. Hä? Er hat den Hammer nicht gezogen. Was soll das? Nein! Ich muss jetzt volle Kanne angreifen. Ich weiß ja nicht, ob er sein Schild wieder kriegt. Oh, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Okay, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen, es geht nicht anders. Sonst wird das hier noch tragisch. Ich hoffe einfach mal, dass er sein Schild nicht mehr wieder kriegt. Dass es einfach wegbleibt. Oh. Wieso steckst du den Hammer wieder ein? Du solltest hauen. Okay, das sieht schon besser aus. Nochmal mit Hammer einen verpassen, komm. Gib ihm! Ah, der hält aber ganz schön viel aus, ne? Oh, wieso steckt er den Hammer dauernd weg? Luigi, benutzt den verdammten Hammer! Dafür ist er da! Meine Güte, ey. Ja, ich darf den nicht so schnell loslassen. Das ist das Problem. Ich muss den irgendwie 2 Sekunden halten, weil sonst steckt er den Hammer wieder weg. Also ich darf den nicht nur antippen, sondern ich muss ihn auch wirklich länger berühren. Sonst klappt das mit dem Hammer nicht. Alter, was hält der denn alles aus? Ah, das sieht schon nach mehr aus. Naja, köstlicher Duft. 16 HP. Na, die kann ich auch wieder nehmen, keine Sorge. Oh. Ja, ich greife trotzdem an. Okay, Luigi muss sich jetzt heilen, sonst ist er tot. Krieg eh schon dauernd.
Oh, heilt jetzt ständig? Naja. Dann heil mal. Ich mache eben ja Schaden. Ja, irgendwie kriege ich das mit dem Timing noch nicht ganz hin. Jetzt sind sie beide vergiftet. Na, sehr schön. Aber ich dürfte noch... Ah, perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich dürfte noch hinkommen, aber ja, kriege ich ganz gut hin. Naja, Aroma. Und weg. Naja, ist okay. Erstmal ein Stockwerk tiefer. So, Luigi ist jetzt alleine in der Haus. Speichern mal eben. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir da schon die Zeit für einen Part voll haben. Hab tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ja, ein bisschen machen wir noch. Ich mach's jetzt nach Gefühl. Go, Luigi! Oh, nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist, das war gefährlich. Okay. Oh, ich gehe erstmal nach rechts. Oh nein! Oh. Go, Luigi! Oh nein! Fuck. Ja, ich darf nur B drücken. Ich weiß. Ich hab's verstanden. Okay, ja, das war auch nicht gut. Hier nochmal einen Hammer drüber ziehen. Zack, fertig. Hier muss ich wieder A drücken. Okay, gehe ich doch erstmal nach unten. Ich glaube, ich gehe drüben erstmal nach unten, weil ich glaube, hier muss ich sowieso noch hin. Obwohl, hier muss ich speichern. Ah! Okay, vielleicht gehe ich doch erstmal da runter und guck dann nochmal. Oh nein! Okay. Go, Luigi. Ja, ist okay. Oh! Nein! Oh! Ja, komm, ja. Oh ne. Ah. Nice. Wieder vergiftet. Da sehe ich mich. Bin ich jetzt weitergegangen oder weggegangen? Ich verstehe es nicht. Also, das Labyrinth macht mich fertig. Go, Luigi. Ja, jetzt darf ich wieder B drücken, ich weiß. Das war nicht so hilfreich, das den First Move zu machen. Ja. Das war erfolgreich, würde ich sagen, Kollege. Und weiter geht's. Okay. War ich da schon? Da war ich schon. Kann man hier hinten noch lang? Go, Luigi. Aber ich muss mich gleich heilen. Ich check gerade, dass ich echt auf gefährlichem Terrain bin. Ja, ich muss mich jetzt schon heilen. Ich wollte es nach dem Kampf machen, aber ich kenne mich. Das endet sonst böse. So, let's go. Ach, du bist ja auch noch da. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Sehr schön. So macht man das. Perfekt. Ja, wunderbar. Let's go. Nicht so ein rückwärts. So, egal. Aber hier ist ein Item. Moment. Ein Pilz. Ein Pilz, dann brauchen wir ja noch. Hey, da hinten könnte man speichern. Bin ich jetzt richtig? Dann muss ich nochmal zurückgehen gleich.
Ich muss den Part echt gleich beenden, weil ich glaube, ich hab's... Oh, ich bin zu weit. Nein, ich wollte nicht so weit gehen. Dann muss ich wieder zurück. Okay. Dann, Achso, nochmal hoch, dann nach links und dann nach rechts. Nach unten meine ich. Genau, hier runter und speichern. Aber was ist das für ein Weg hier? Okay, egal. Finden wir im nächsten Part raus. Ich glaube, da kamen wir her, oder? Egal, wir werden es rausfinden. Aber nächstes Mal. Denn, Stempel drauf. Für hier sind wir für heute erstmal fertig. Genau. Und dann hoffe ich mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.